Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Damit herzlich willkommen. Einmal hier wieder zurück zum IT-Simulator. Meiner Wenigkeit, ich grüße euch. Moin, moin. Es hat sich nicht wirklich was geändert. Also das Gerät, ich hatte es im Übrigen in der Liste ja gehabt, deswegen nicht, oder? Ich kann es auch nicht verkaufen. Der Auftrag ist aber auch irgendwie nicht mehr da. Es ist eine ganz weirde Nummer insgesamt. Ich weiß nicht, ob ich es wegschmeißen kann. Ist das eine Möglichkeit? Ne, wegschmeißen kann ich es auch nicht. Deswegen bleibt es einfach erstmal hier im Regal liegen. Ich habe auch schon mal wieder einen Tag vorgespult. Ihr seht, es kommen absolut keine Aufgaben hier mit rein. Deswegen werden wir uns Richtung Kurs wohl gehen müssen. Gezwungenermaßen. Und wir können dieses THT-Champion machen. Wir können den IP-Master machen. Dann können wir Netzwerkmanagement, Rudermanagement, neue App, Artikel im Shop und generell neue Missionen. Oder wir können diesen Server-Hero hier machen. Dann kriegen wir Server-Management, neue Artikel und dementsprechend neue Missionen. Was will man auch dementsprechend immer damit machen. Aber ich gehe mal hier in diesen THT-Champ mit rein. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Herzlich willkommen beim fortschrittlichen Löten natürlich. Bla. Nehmen Sie die Platine, die auf dem Tisch liegt, legen Sie sie auf den Lötplatz und gehen Sie dann in den Arbeitsmodus. Das ist die hier. Lötplatz, Arbeitsmodus. Nehmen Sie ein Taschentuch und reinigen Sie die Platine. Na klar, haben wir sonst nichts zu tun. Ja, das ist mal wieder hier so eine Sache, die wird wieder Ewigkeiten nicht fertig werden. Ah doch, ja, sehr schön. THT, einige Platinen erhalten THT-Elemente. Das heißt Elemente, die durch die Platine zur anderen Seite gehen. Diese Art von Elementen hat Lötstellen auf der anderen Seite der Platine. Okay. Das THT-Element kann von beiden Seiten der Platine aus gemessen werden. Mhm. Sie können dieses Element nur von der Unterseite der Platine aus entlöten oder löten. Wenn die Platine THT-Elemente enthält, können Sie sie rumdrehen. Klicken Sie auf die Platine, um sie rumzudrehen. Schalten Sie das Multimeter ein, suchen Sie die fehlerhaftes Element. Denken Sie daran, dass die Werte des THT-Elements auf beiden Seiten der Platine messen können. Um die Platine zu drehen, klicken Sie einfach auf diese. Wir haben hier 200 Ohm-Geschichten. Ne? Erstmal anmachen. Genau. Dann gucken wir uns das Ganze mal an hier. Mhm. Mhm. Ah, der ist zu viel. Schalten Sie den Lötkolben ein und entlöten Sie das defekte Element und entfernen Sie es. Denken Sie daran, dass Sie das THT-Element nur von der Unterseite der Platine ablösen können. Um die Platine zu drehen, klicken Sie sie zuerst an. Ja, ja, ne, ich wollte erstmal kurz gucken. Nee, nicht drehen, sondern... hier. Das vorletzte war es, ne? Gut. Achso, hier kann ich das ja auch nochmal messen, stimmt. Oder muss ich ja sogar, ne? Also es ist das Ding hier, ne? Ja, okay. Entlöten bei 300 Grad. Kurz erstmal wieder hier drauf lassen. Also eher eine Frie, also das ist weniger komplex, würde ich mal behaupten. Es ist einfach nur eine größere Friemelei. Hier ja nicht das Falsche zu entlöten. So, nehmen Sie das neue Element und löten Sie es anstelle des nicht funktionierenden ein. Ne, ist ja klar. Die ist ja klar, die ist ja klar. So, dann das Ganze wieder drehen und das Ganze dann Ding wieder einlöten hier, ne? Gut, verlassen Sie nun den Arbeitsmodus, setzen Sie die Karte ins blau-orangene Dreieck. Ins blau-orangene Dreieck? Blau-orangene Reck. Sie haben den Kurs erfolgreich erledigt. Achso, okay. So, und wieder Board mit THT-Elementen reparieren können. Neue Mission. Ja, großartig. Danke, danke, danke. Wahnsinn. Ins Rack. Ich dachte schon Dreieck. Also so, jetzt mit Dreieck, Diggi. Ah, die dritte Auszeichnung. Wie bitteschön. So, Verträge. Dringende Probleme mit der Platine löten einfach. Ne? Immerhin kommt da jetzt ja schon mal ein bisschen was zustande. Kommt aber auch dementsprechend erst morgen an. Deswegen... schauen wir mal, schauen wir mal. So, 9, 5, 8, 10, 5, 9. Hm.
Jetzt ist so die Frage im Shop bei Teile. Kondensatoren, sind das Kondensatoren? Das sind keine Kondensatoren. Batterien sind es aber auch nicht. Also es können ja eigentlich nur, ach hier, so ein 500er Dingswiderstand, 500er Ohm Widerstand. Habe ich den? Widerstand. Nö, da habe ich noch eine. Ach doch, hier, doch. Habe ich aber auch schon. Ja, stimmt. Habe ich mir schon 10-mal besorgt. Ja, bin, weil ich ein Fuchs bin. Weil ich ein Fuchs bin. So, defekte Teile reparieren. Freut mich. Ansonsten ist jetzt hier an neuen Aufträgen aber auch nichts weiter mit dabei. Das heißt, wir können den Tag hier mal wieder ganz erfolgreich beenden an einem Freitag. Und dann haben wir hier unser Paket mit der Platine oder mit dem Pad oder was das auch immer im Endeffekt darstellen soll. So, dann reinigen wir das Ganze erstmal. Sehr schön. Gut, dann gucken wir uns das Ganze mal an. 20k, keine Dings, 300 Grad. Gut, dann machen wir das wieder hier. Stellen wir das Ganze ein und setzen den ganzen Spaß auf 20k. Ach, ist sogar schon eingestellt, wie bisschen. Da ist das Ding defekt. Das Ding ist in Ordnung. Und mehr gibt es hier anscheinend auch nicht. Es gibt nur das und das. Ja, ein Wahnsinn. Gut, das ist so ein Ding hier, ne? Genau, nehme ich mir einmal. Dankeschön. Dann einmal ran damit. Dann entlöten wir das Ganze. Kann ich nicht entfernen? Ne? War nicht richtig entlötet oder was? Hä? Man kann nicht. War das wieder angelötet oder was? Was will er denn? Haben wir 300 Grad? Wir haben 300 Grad. Ja, bis 320 soll es ja so sein. Jetzt, ich habe das eine, ach, ich habe die eine Stelle immer angelötet und die andere abgelötet, alles klar. Gut, dadurch, dass es hier nichts zu messen gibt, ist das dann auch irrelevant. Dann geht das Ganze. Okay. Ich hoffe, es ist im Regal. Aber scheint eine gute Bewertung gegeben zu haben. 5 von 5 Sternen. Sehr schön. Das freut mir, aber dann sind diese Aufträge dementsprechend auch schon wieder rum. Also irgendwie kommen ja nicht genug Aufträge rein, habe ich das Gefühl. Ja, ja, in dieser Zeit kommen keine Pakete, ist mir schon klar. Es ist Samstag und es ist vertragstechnisch gar nichts mehr zustande zu kommen. Danke. Dann Sonntag und dann ist schon wieder Montag. So schnell geht's. So, aber wir haben hier keine Jobs verfügbar. Neue Jobs erhalten, indem wir neue Kurse machen. Ich kann ja nicht permanent irgendwelche Kurse machen. Denn wo kommen wir denn da hin? Kostet aber einen Haufen Geld. Davon abgesehen. Aber gut, dann machen wir halt einen IP-Master-Kurs. Was bleibt mir anders übrig? Na, willkommen zum Netzwerkmanagement. Natürlich. So, zu Beginn Laptop. Laptop. Wi-Fi. Um einige Anwendungen zu verwenden, müssen Sie Zugang zum Internet haben. Melden Sie sich an einen Wi-Fi-Netzwerk an. Main. Im Netzwerk anmelden. Passwort. Hm. Wi-Fi-Netzwerk. So. Das Wi-Fi-Passwort. Und Dankeschön, gehen wir mal hier hin. Ja, soll ich es mir jetzt aus dem Kopf merken oder was? GT5 Hashtag R71. GT. Och, meine Fresse. GT5 Hashtag R71. Ungültiges Passwort. GT5. Achso, das R bitte groß. Großartig. Melde dich jetzt im Netzwerk Network Manager Anmeldung an. Benutzername und Passwort stehen auf einem Zettel, der ebenfalls beim Laptop liegen sollte. Admin Passwort, also Pass $W2. Admin. Dann das $. Was ist das Scheiß Dollar-Symbol?
W2. Ungültige Anmeldeform. Oh, hoppala. Falsches Ding. Admin. Also, diese Mal erkennen es aber auch wirklich kaum. Also, das ist PA. Also, PA, Dollar, Dollar, W. Und das ist doch eine 2, oder? Was soll denn das sonst sein? Achso, lass mich raten. Admin muss groß. Hm. Sehr schön. So, in dieser Anwendung finden Sie alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind, um ein bestimmtes Gerät zu verwalten. Klicken Sie drauf. Jedes Gerät hat oben links zwei Lichter. Das erste linke zeigt an, ob das Gerät eingeschaltet ist. Rot bedeutet, es ist aus. Grün bedeutet, es ist an. Das zweite Symbol symbolisiert die Verbindung des Gerätes mit dem Netzwerk. Rot bedeutet keine Verbindung, orange bedeutet schwache Verbindung, grün bedeutet volle Funktionsfähigkeit. Um die Verbindung des Geräts wiederherzustellen, prüfen die folgendes. A. Ob der Anschluss aktiviert ist. B. Ob der Bandbreitmodus auf Auto oder auf 100 Mbit oder... Und der Duplex-Modus auf Auto oder Full eingestellt ist. Mhm. Ob die IP-Adresse korrekt ist. Die ersten drei Teile der IP-Adresse müssen mit denen des angeschlossenen Routers übereinstimmen. A, B, C, D. Wenn die DHCP verwenden, ob DHCP auf den Router aktiviert ist. Alter Schwede, alles klar. So, prüfen Sie, ob die Ports an den Geräten aktiviert sind. Okay, das haut also hin. Da dauert dementsprechend nicht hin. So, also. Port aktivieren. Automatisch. Aha. Machen wir das DHCP hier. DHCP aktivieren wir hier mal. Alles klar. Dann haut hier irgendwas nicht hin. Achso, hier muss der Partner aktiviert werden. Sehr schön. Sie haben den Kurs erfolgreich abgeschlossen. Bis später. Ja. Ja, wenn das immer so einfach funktionieren würde, dann herzlichen Glückwunsch, ne? Neue E-Mail eingegangen. Ha, freut mich. Okay. Posteingang. Gut. Bewertung der Aufgabenausführung. Guten Morgen. Ich bewerte Ihre Ausführung mit 5 von 5 Sternen. Sie erhalten dementsprechend Rufpunkte und Bezahlung. Ja, aber Mädel, irgendwie scheint mir, hier ist etwas kaputt gegangen. Weil ich kann hier, ich sehe hier keine E-Mails, ich kann hier nichts löschen, ich kann hier gar nichts mehr machen. Also so gar nichts mehr. Ja, man sieht auch hier, das E-Mail-Ding ist komplett abgestürzt. Hier, ich weiß auch nicht, ob sich hier mal noch irgendwas hätte irgendwie tun sollen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe hier 3 Millionen Auszeichnungen. Ich meine, ich finde es schön, dass ich ausgezeichnet wäre. Finde ich gut, wirklich. Aber E-Mail-technisch gesehen ist hier nichts mehr. Also hier ist tot. Also Dodo-Hose. Na? Gut, gucken wir mal kurz in die Verträge rein. Und das sind auf jeden Fall schon mal einige. Wi-Fi-Unterbrechungen. Wi-Fi-Unterbrechung ist unerträglich. Ich brauche eine Lösung. Ich nehme... Achso, das ist Löden. IP-Master hier. Verbindungsproblem. Nehmen wir das Ganze mal an. Sehr schön. Und dann besuchen wir mal den Kunden. Gucken wir mal, was Phase ist. Na, gleich mal unsere neu gesetzten Fähigkeiten hier positionieren. So. Alter. Das kann doch kein... Wer soll denn das lesen? Also wenn ich hier nicht gerade nah rankomme, jetzt hier Slim Mai irgendwas und das ist jetzt, was ist das jetzt? Wi-Fi-Ding oder was? Also Slim Mai Jam 1-1 und L groß, M groß, J groß. Gottes Willen, Main Network. Sli Mai Gem. Und wie ging's weiter? 1-1. Okay. So, dann haben wir hier wieder Admin, ist ja klar. Und dann wieder Pass W2. Gut. Weg damit. Dollarzeichen. W2. Gut, dann checken wir hier den ganzen Spaß mal wieder. Router.
DHCP, also ist ja DHCP wieder nicht aktiv. So, damit läuft das erstmal. Gut, führen Sie jetzt einen Test. Warte mal. Führen Sie jetzt einen Test der Internetgeschwindigkeit durch. Gehen Sie auf den Desktop, öffnen Sie die App Shop, installieren Sie App NetCheck und beim Öffnen der App auf Start. Achso, weil ich wollte gerade sagen, der Rest funktioniert ja wieder. $9.99. Bezahlt das der Kunde? Ich hoffe. Hochladen ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Stabile Internetverbindung. Freut mir. Gut, und damit hätte sich's dann, oder wie, oder wo, oder was? Weil hier im Netzwerk läuft alles wieder. Was willst du mehr, was willst du mehr? Ich denke mal, damit ist der Auftrag erledigt. Ich gehe erstmal sicherheitshalber nur so ins Büro zurück, ohne diese Aufgabe zu erledigen. Ne, nicht, dass es dann wieder hieß, hier irgendwie, irgendwo, irgendwas. Oh ja, ne, das haut hin. Okay, gut. Na, dann können wir ja den Auftrag beenden, aber das muss ich von dort aus beenden. Das geht so nicht von meinen Dings her. Okay, also dann muss ich hier raus und muss den Auftrag abschließen. Okay, verstehe. Und dann kann ich das Ganze hier in den Müll werfen. So, Bewertung Ihrer Aufgabe. 5 von 5 Sternen. Das freut mir doch. Okay, gut. Dann gibt es wiederum Aufträge hier im IP-Master. Gibt 650. Nehmen wir natürlich an. Da muss ich kurz gucken, was Sie in den E-Mails hier wollen. Internetverbindung wiederherstellen. Das wollen Sie auf jeden Fall. Mehr wollen Sie gar nicht. Gut. Dann Verträge, aktive Verträge. Rein da. So, haben wir wieder Admin und Pass 2 und hier haben wir jetzt wieder CoolCrip 70 Ausrufezeichen. Okay, CoolCrip 70 Ausrufezeichen. Alter Wede. Cool. Ja, war das G jetzt groß oder klein? Das muss ich ja noch merken. Nee, einfach nur. Okay, also CoolCrip 70 Ausrufezeichen. Zeigen wir das mal an hier. CoolCrip 70 Ausrufezeichen. Dankeschön. Netzwerkmanagement Admin. Dann wieder Pass W2. Gut, statisch. THCP ist da dementsprechend nicht mit drin. Aber hier ist DHCP drin. Das heißt, wir setzen DHCP hier rein, setzen das DHCP hier auch mit rein, setzen hier einfach DHCP mit rein und schon ist die Internetverbindung wieder da. Ja, das ist ja nur eine relativ easy Geschichte. Dann setzen wir mal kurz hier das Net-Ding damit ein, testen das Ganze. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr stabile Internetverbindung. Ja, und mehr sollte es ja hier auch gar nicht sein. Wie bitteschön. Dann können wir die Aufgabe abschließen und zurück ins Büro. Wer hätte es gedacht? So, und Sie geben mir 5 von 5 Punkten. Das freut mich. Dankeschön. Freundlich, freundlich. Ne? Aber so sollte das ja dementsprechend auch sein. So, Hilfe Verwaltung 900, das ist relativ einfach. Gut, gucken wir uns das Ganze an. Es ist an der Zeit, Mitarbeiter des Unternehmens zu gruppieren. Wir möchten Sie bitten, folgende Gruppe hinzuzufügen. Qualitätskontrolle, Finanzen, Koordination. Kreuzen Sie in keiner Gruppe... Was? Kreuzen Sie in keiner Gruppe Kästchen an. Weisen Sie dann den Gruppen folgende Benutzer hinzu. Bla, 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 bla. Alles klar. Krischmoin, Master. Krischmoin, Krischmoin. Neue Gruppe, Gruppe Qualitätskontrolle. Zack. Dann gehen wir weiter zu Finanzen. Das kriege ich noch selber hin. Das muss ich copy-posten. Neue Gruppe Finanzen. Zap, zap. Und noch eine neue Gruppe. Zack. Gut. Dann muss ich kurz gucken, wer will hier wo was. Okay, also Steve kommt in Qualitätskontrolle rein. Jule und Mika in Finanzen. Steve in Qualitätskontrolle.
Steve kommt in die Qualitätskontrolle. Jul und Mika in die Finanzen. Sehr schön. Und was war es jetzt noch? Also Steve ist Qualitätskontrolle, Finanzen. Agi und Jimmy in diese komischen Koordinationen. Agi. Ne, danke. Und Jimmy in die Koordination. Alles klar. Dann wäre die Aufgabe, würde ich mal durchaus behaupten, erledigt. Sehr schön. Guck mal. Gab mal wieder eine 5 von 5 Sterne Bewertung. So soll's laufen. So, und dann haben wir hier noch eine Platine zum Löten. Relativ einfach. Nehmen wir an. Kommt dann dementsprechend auch erst morgen. Das heißt, wir gehen in den nächsten Tag mit rein. Nehmen uns das Ganze wieder. Wi-Fi, CB, irgendwas. PCB. Machen wir kurz hier Rapunzel an. Nehmen wir uns mal wieder ein Taschentuch. Ne, Artikel ist sauber. Freut mir. 20k. Haben wir 20k eingestellt. Freut mir. Dann gucken wir uns das Ganze mal hier an in den Widerstand. Das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Das ist ganz. Das ist ganz. Und mehr geht doch gar nicht. Okay. Also 1 und 2, ne? Genau, also 2 solche normalen Hyopies. Müsste ich dann auch gleich mal wieder mal ein paar neue hier bestellen. Weil die gehen dann nämlich zu Ende. So, Lötkolben ist noch auf 300 Grad. Freut mir. Dann entlöten wir das Ganze. Sehr schön. Ich glaube, der oberste war es jetzt, ne? Manchmal gar nicht so einfach. Ja, der oberste. Sich das hier zu merken. Sehr schön. Dann machen wir den raus. Machen wir den raus. Setzen den hier neu rein. Setzen den neu rein und löten hier den ganzen Spaß wieder an. Sehr schön. Und irgendwas mit rumtesten ist hier nicht. Gut. Dann kann das Ding hier in den Schrank. Babam. Und dann kann das Ganze zugesendet werden. Und dann gibt es wieder eine E-Mail, dass es 5 von 5 Sterne gab. Wenn es denn überhaupt, war das der? Ja, das war sogar der. Wie ein bisschen schön. Gut. Und dann sind wir aber, was Aufträge angeht, auch schon wieder alle. Wahnsinn. Heißt das jetzt, ich kann mir jetzt einen nächsten Kurs gönnen? Oder kommt da jetzt über den Tag was hinzu? Oder wie sieht das aus? Ich meine, wir haben ja hier genug Dinger, ne? Aber nö, ich muss scheinbar wieder einen neuen Kurs belegen. Sehr gut, also wir machen ja mehr Kurse wie alles andere gefühlt. Ne? Aber gut, wir haben jetzt den IP-Master owned. Wir können jetzt noch den Systeminstallateur und den Programmierer machen. Aber wir machen mal den Systeminstallateur oder Systeminstallation. Willkommen im Betriebssysteminstallation natürlich. Gehen Sie zum Desktop, um loszulegen. System installieren. Um ein Betriebssystem zu installieren, müssen Sie zuerst eine Lizenz, einen USB-Stick kaufen. Sie finden ihn im Geschäft. Dann müssen Sie das System auf einen USB-Stick herunterladen, laden Sie dazu den USB-Stick in Ihren Computer und installieren Sie die EasyScan-Anwendung. Ah, okay. Gehen Sie die Anwendung und konfigurieren Sie die Einstellung. Nach dem Download entfernen Sie den USB-Stick vom Computer und stecken Sie es ins Gerät. Wählen Sie bei den entsprechenden Optionen aus, geben Sie die Lizenzschlüssel ein und installieren Sie das System. Der Lizenzschlüssel wird in Ihren Notizen am Handy hinzugefügt. Wenn Sie das Paket mit dem Code öffnen, klicken Sie auf Tab, um es anzuzeigen und oder zu verbergen. Alles klar. Gehen Sie zum Geschäft. Gehen Sie in Lizenzen. Gehen Sie bei Lizenzen für die Aufgabe Lizenz Limes kaufen. Okay. Dann öffnen Sie das Paket, in dem es auf dem Schreibtisch erscheint. Zur Kasse gehen. Bam. Gut. Paket. Öffnen. Lizenz. Schön. Installieren Sie jetzt das System auf einen USB-Stick. Installieren Sie dazu die Anwendung. Stecken App Store. Und stecken Sie ja. Also wir nehmen erstmal das Ding. Ins Flash-Laufwerk einsetzen. Sehr schön. Dann gehen wir in App Store. Dann installieren wir das Ganze. Sehr schön. Öffnen Sie die Anwendung. Wählen Sie dann Kategorie Geflash-Boot. Also okay, Gerät, USB-Stick. Startauswahl. In den Kategorien
Bootauswahl, Linie muss entsprechend erworbene Lizenz sein. Also Lions in dem Falle, was wir ja gekauft haben. Dateisystem EXT4 und klicken Sie auf Start. Ja, Start. Entfernen Sie das Flash-Laufwerk, indem Sie draufklicken. Stecken Sie das Flash-Laufwerk in den Laptop. Klicken Sie dazu auf den Laptop. Bla bla bla. Wechseln Sie zum Desktop. Alles löschen. Also, USB-Stick, Laptop. Verwenden Sie den Laptop. Öffnen Sie den Systeminstallateur, indem Sie die 2 drücken. So, der Kunde wird immer angeben, welche Einstellung benötigt. Für diesen Kurs wählen Sie das englische Sprachversion US-Tastaturtyp. Also Englisch und US war da. Der Lizenzschlüssel wurde Ihnen in den Notizen. Drücken Sie Q, um ihn anzuzeigen. Kann ich den dann jetzt hier einfach so einfügen? Und dann kann ich den ganzen schnell installieren. Sie können die Schulversion auswählen, also eine Bildungsversion. Okay. Dann Lizenzen lesen, was ja eh keiner macht. Wählen Sie die Festplatte aus, in der Sie das System installieren möchten. Fügen Sie Partition mit der Plus-Taste hinzu. Ändern Sie die Partitionsgröße auf mindestens 30 GB und wählen Sie diese aus. 30 GB. Und auswählen. Alles bereit, gehen Sie zum Desktop und fortzufahren. Sie haben den Kurs erfolgreich abgeschlossen. Bis später. Ach, schön, neue App im App Store, neuer Artikel im Laden. Freut mir. Und schon wieder eine Lizenz erhalten. Ach, wir sind der Lizenzmeister. Bim, bim, bim. So, da gibt es eine E-Mail. Bewertung Ihrer Aufgabe, 5 von 5 Sternen, oder war das jetzt hier im Spam? Ne, im Spam ist nichts, das freut mir, aber es ist ja auch alles. Aber wir haben wieder neue Dinger, neues Betriebssystem, eine Verbindung wiederherstellen und Soundboard-Reparatur. Gucke an. Aber meine Süßen, wir sind erstmal wieder fertig für den Part, deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat, und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüttelühü.